Wie ist das mit dir? Gehörst auch du zu den Menschen, die sich das Essen erst verdienen müssen? Ich meine, ob du eine gute Arbeit geleistet hast, ob der Tag hart oder anstrengend gewesen ist und du dir dann erst dir das Essen erlaubst, weil der Tag anstrengend war oder du dir das Essen als Belohnung gönnen möchtest? Führst du manchmal einen inneren Dialog, ob du es verdient hast, diese eine Speise zu essen oder nicht? Denkst du ständig darüber nach, ob du eine Speise essen darfst? Also du fragst dann intern, ob du essen solltest, also du fragst sozusagen nach einer Erlaubnis. Warum ist das denn so? Das liegt im Prinzip an unserer Gedankenprogrammierung. In der Zeit, als du noch ziemlich klein warst und deine Eltern dir vorgeschrieben haben und dich reglementiert haben, was, wann und wie viel du essen sollst. Der Moment, als du ständig in die Küche gekommen bist und hast gefragt, darf ich das, darf ich jetzt und darf ich jenes? Und deine Eltern zu dir gesagt haben, ja, ist davon, aber nicht viel und haben dich permanent reglementiert. Und heute, warum machst du das heute? Ist doch ganz einfach. Du sollst wissen, dass deine Gedankenprogrammierung im Prinzip über dein Essverhalten bestimmt. Und heute, obwohl du erwachsen bist, möchtest du dich möglicherweise anders verhalten. Aber das große Problem dabei ist, dass andere diese Aufgabe für deine Eltern entsprechend übernommen haben und dir heute vorschreiben, wann, was und wie viel du essen musst. Wusstest du, dass du mit der Schlangenes-Methode essen kannst, was du möchtest? Warum ist das so? Ist doch ganz einfach. Aus einem ganz bestimmten Grund, damit du aus dieser Reglementierung und Beschränkung herausfindest. Denn ich bin davon überzeugt, wenn wir anfangen, eigenverantwortlich und vor allem selbstständig darüber zu entscheiden, was wir essen wollen, vor allem wann, vor allem in dem Moment, wenn wir auf unseren Körper hören, dann werden wir klügere Essentscheidungen treffen. Ich möchte, dass du dich im Prinzip von dieser Beschränkung entsprechend befreist. Beginne ab heute auf deinen eigenen Körper zu hören und ich möchte dir heute die Erlaubnis erteilen, dass du von jetzt an essen kannst, was du möchtest. Und solange du diese Einschränkung beibehältst, dass du ständig Gedanken darüber machst, was, wann und wie viel du essen darfst und ständig einen inneren Kampf führen musst, um dir dann später die Erlaubnis zu erteilen, was du essen willst, wirst du ständig fehlgeleitet sein. Und es wird manchmal auch Situationen geben, vielleicht kannst du dich auch schon daran erinnern, in der du sagst, jetzt gönne ich mir was. Sozusagen aus Trotz. Sozusagen vielleicht, weil du dir eine Mahlzeit ausgelassen hast oder ein, zwei, drei Tage dich richtig zusammenreißen könntest und dich reglementiert hast. Damit solche Dinge nicht ausbrechen, sozusagen deine Prägung nicht über deinen Verstand dich kontrolliert und bestimmt, was du essen möchtest und wie viel, solltest du wirklich anfangen, darüber ernsthaft nachzudenken, ob du bei den als kleines Kind entscheiden möchtest oder reglementiert werden willst, was du essen sollst oder als erwachsene Person entscheiden willst, was gut für dich ist. Und beginne jetzt auf deinen Körper zu hören und beginne dir selbst zu erlauben, ab heute essen zu dürfen, was du möchtest. Denn du kannst essen, was du willst. Dein Körper ist dein bester Kompass. Bis dahin, dein Reza Hoyati.